Okay, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Rückspiel im Europacup, der Pokalsieger gegen Balonmano Berabera. Zu meiner Linken begrüße ich Zhenia Minevskaya, aus mehreren Anlässen heute unser Gast. Gott sei Dank erfreuliche Anlässe. Wir hatten in den letzten 2 Jahren noch immer auch Dinge, wo wir oft bei ihr über Verletzungen und sonstige Probleme reden mussten. Und ich hoffe, dass das jetzt endgültig der Vergangenheit angehört. Es macht natürlich besonders viel Spaß und besonders viel Freude, nach so einer Gala-Vorstellung wie gestern hier Rede und Antwort zu stehen. Und es geht nicht nur um gestern, sondern es geht auch eigentlich um das Auftreten der Mannschaft in den letzten Wochen und jetzt schon fast Monaten, wo wir die 3 Spitzenmannschaften in der Bundesliga, Buxtehude, Leipzig und Oldenburg, mit einem Schnitt von durchschnittlich 10 Toren Differenz aus der Halle gefegt haben. Und ich fand sogar, dass das Spiel gestern nochmal alles getoppt hat, weil das auch von der Rasanz und vom Angriffsverhalten neben der überragenden Deckung nochmal so viel Freude bereitet hat. Ich habe ganz gerne in der Besprechung nachher, wenn die Mädels gewonnen haben, trotzdem noch den einen oder anderen Kritikpunkt, den man anbringen kann, damit man in den nächsten Trainingseinheiten nochmal Schwerpunkte setzen kann, nochmal an sich arbeiten kann. Aber gestern habe ich mich da sehr schwer getan, irgendwas nicht nur zu finden, sondern überhaupt irgendwas anbringen, auch zu wollen, weil die Mannschaft aus meiner Sicht gestern sowohl im Abwehrverhalten als auch im Angriffsverhalten überragend gespielt hat und wie aus einem Guss über 60 Minuten Handball zelebriert hat. Das war für mich eine absolute Gala-Vorstellung. Die Art und Weise, wie wir da begonnen haben, wie wir von der ersten Sekunde gezeigt haben, was wir heute vorhaben, nämlich die Tabellenführung zu verteidigen, das war schon was ganz, ganz Besonderes. Dass wir da so gleich auf 9-1 weggezogen sind, das hat natürlich Sicherheit gegeben auf allen Fronten. Und selbst dann, als die eine oder andere kleine Nachlässigkeit kommt, es passiert natürlich, dass mal ein 7 Meter verworfen wird oder mal ein Freier, das ist ganz, ganz klar. Und als Oldenburg dann versucht hat, nochmal ins Spiel reinzukommen, wussten wir immer eine Antwort. Und besonders schön war auch, dass wieder alle Spielerinnen spielen konnten, dass sich alle super eingebracht haben. Auch da gehört natürlich Zhenia mit dazu, die ihre Einsatzminuten überragend genutzt hat und es nicht nur mit 4 Toren zurückbezahlt hat. Auf das kommt es mir gar nicht drauf an, sondern was ganz, ganz wichtig ist, ist die Art und Weise, wie wir gerade Abwehr spielen. Weil das ist der Schlüssel zum Erfolg. Das gibt Sicherheit, das gibt Selbstbewusstsein. Das gibt ein Auftreten, das einfach Spaß macht. Und von daher denke ich, dass es eine große Freude war zu sehen, wie die Mannschaft vor allem da im Deckungsverbund arbeitet, und wir hatten gestern noch mal 1-2 Varianten, die es so noch nicht gegeben hat. Sonja auf einer bestimmten Position, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr. Dann die Danik auch mal auf der Zweierposition. Zhenia und Nadia im Innenblock nebeneinander. Hat es natürlich auch schon lange nicht mehr gegeben. Von daher alles Dinge, die wir gerne jetzt noch mal testen vor diesen enorm wichtigen Spielen und die einfach Spaß gemacht haben, so wie die ganze Mannschaft. Es ist sensationell, wie wir die letzten 10 Tage jetzt auch mit diesen 4 schweren Spielen, das waren ja ganz, ganz wichtige, schwere Spiele, hinter uns gebracht haben. Ein souveräneres Auftreten in allen 4 Spielen gibt es eigentlich gar nicht. Und es hat im Prinzip dieses 5. Spiel doch so ein bisschen auch zu einer Veranstaltung dann gebracht, wo wir nochmal ganz, ganz viele Jungen spielen lassen können, wo wir natürlich Gas geben wollen, weil wir wollen ja unseren Zuschauern was bieten. Und nochmal hier den Aufruf an alle, kommt am Sonntag in die Halle, wir freuen uns auf euch. Wir wollen zusammen ins Halbfinale mit euch, wir wollen wieder ein Fest feiern in Nordhausen mit unseren Fans. Wir wollen, dass die Halle wieder voll ist, dass wir auch ganz Europa wieder zeigen. Wir sind bereit fürs Halbfinale gegen dann wahrscheinlich einen ganz, ganz schweren, den absoluten Favoriten Hypo Wien. Aber wir wollen auch dieses Spiel anständig über die Bühne bringen. Wir haben nicht den Ergebniszwang, den wir in den letzten Wochen jetzt hatten. Wir wollen aber auch nichts irgendwie verteidigen. Wir wollen da jetzt nichts aufkommen lassen, sondern wollen auch da von Anfang an Zeichen setzen, dass wir gewillt sind, auch dieses Spiel zu gewinnen. Und auf der anderen Seite ist uns aber auch bewusst, dass Berabera was gut machen will. Die werden hierher kommen und sich nicht nochmal so, man muss es fast Abschlachten nennen, bei 18 Toren Unterschied in einem Viertelfinale im Europacup. Die werden sicherlich wieder gut machen wollen. Und ich habe es schon vor dem letzten Spiel gesagt, spanische Mannschaften sind unangenehm zu spielen. Es gibt mir aber auch die Chance, gerade zu sehen, wie die jungen Spielerinnen da jetzt in diesem 1-gegen-1 Verhalten von den Spanierinnen in diesem bissigen Spiel zurechtkommen und auch mal ein Spiel tragen zu müssen. Das wären so Dinge, die ich ganz gern sehen wollen würde am Wochenende.
Aber nochmal, bitte volle Halle, bitte gute Stimmung und dann zusammen mit uns nochmal ein Handballfest feiern. Das wäre das Allerwichtigste. Ja, wir gehen als Tabellenführer in die Nationalmannschaftspause in der Bundesliga mit einem herausragenden Ergebnis. Und wir haben noch zwei Spieltage. Wir würden auch diese zwei Spieltage ganz gern gut über die Bühne bringen. Weil gewinnen wir die, egal in welcher Höhe, sind wir definitiv als Erster in die Playoffs gegangen. Und ich sage das immer wieder, aus meiner Sicht ist dieser Hauptrundensieg eine ganz, ganz besondere Sache. Weil er widerspiegelt einfach die Arbeit eines langen Jahres. Und alles andere, was sich da irgendwelche komischen Funktionäre immer ausdenken, was als Modus besonders interessant wäre und doch so wichtig wäre, das erachte ich als sportlich nicht fair. Aber wie gesagt, das habe ich oft genug kommentiert. Wir haben den Modus in den letzten Jahren auch zu unserem Gunsten dann gebogen und sind jeweils verdient Meister geworden. Wenn wir in diesem Jahr wieder Erster werden, finde ich, hätten wir es wieder verdient. Wie es dann im Endeffekt kommt, hängt nur davon ab, inwiefern wir diese Form, die wir jetzt haben, weiter vor uns hertragen. Vielleicht sogar noch mal einen Zahn zulegen, weil die eine oder andere Verletzte wird ja auch noch nachkommen. Von daher will ich einfach nur, dass wir unsere Arbeit machen. Wenn wir das so tun, wie wir das in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben, dann können sich die Herren gern den Modus XY ausdenken und irgendwelche Farsen nochmal versuchen reinzubringen. Es interessiert uns dann gar nicht. Wir machen unsere Arbeit und beeinflussen das, was wir beeinflussen können. Und da macht die Mannschaft gerade sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, dass sie auch alle gesund von der Nationalmannschaft wieder zurückkommen. Das ist mein Anliegen. Und dass wir dann nochmal Gas geben, weil dann kommen die wichtigen, entscheidenden Wochen. Ja. Ich freue mich heute besonders, dass die Jenny da ist. Es hat einen ganz aktuellen, besonders tollen Anlass. Zuerst mal in eigener Sache. Es ist schön, dass sie wieder verletzungsfrei ist und das soll jetzt auch die nächsten Jahre so gehen. Es ist auch schön, dass sie sich entschieden hat, das nächste Jahr nochmal bei uns Gas zu geben und mit uns gemeinsam versuchen, nochmal den nächsten Schritt zu machen. Da stand ja im Raum eventuell eine Ausleihe oder was auch immer, das ist alles vom Tisch. Wir geben gemeinsam Gas und versuchen, das Beste aus dem zu machen, was in ihr da drin steckt. Wir wissen, wie viel Talent sie hat. Das Entscheidende für mich ist einfach nur, dass sie jetzt endlich mal verletzungsfrei bleibt, dass ihr Körper mitspielt, weil dann bin ich sicher, dass sie auch nochmal den nächsten und übernächsten Schritt tun kann. Und auch tun muss und tun will. Und aus diesem Grund, denke ich, auch aus perspektivischer Sicht, ist eine Nachnominierung zur Nationalmannschaft gekommen. Nachdem Susan Müller jetzt abgesagt hat, hat sich der Bundestrainer entschieden, die Jenny nachzunominieren. Das heißt, wir haben jetzt eine vierte Nationalspielerin dabei und da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und ich denke, perspektivisch gesehen ist das auch die richtige Entscheidung. Wenn wir immer reden von 2016, 2017, dann ist sie da ein ganz heißer Kandidat. Und ich hoffe, dass sie da ihre Chance nächste Woche gut nutzen kann, dass sie auch zumindest in einem Spiel entsprechende Spielanteile bekommt, wo sie sich dann auch präsentieren kann. Da halte ich ihr ganz, ganz fest die Daumen und hoffe, dass das genauso passt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über diese Einladung. Und jetzt würde ich ganz gerne wollen, dass die Jenny auch noch zwei, drei Worte zu allem dazu sagt, was jetzt da in den letzten Wochen so war, aus ihrer Sicht, von der Mannschaft, von ihr und über die Nationalmannschaft. Ja, zuerst knüpfe ich natürlich an die Mannschaftsleistung an, die sensationell ist im Moment. Wir bekommen in den letzten Spielen weniger als 25 Tore. Ich habe gestern auch gedacht, dass wir übrigens weniger bekommen. Naja. Aber ja, trotzdem auch die Tore, die wir vorne werfen und mit der ganzen Dynamik, in die wir ins Spiel gehen, ist einfach unglaublich, auch von der Bank das Spiel erstmal zuzugucken. Und ja, dann zu meiner Thematik eben. Ich freue mich natürlich, wieder auf dem Feld stehen zu können und bleibe auch verletzungsfrei jetzt die nächsten Jahre, soweit. Und Nationalmannschaft ist natürlich auch das, wo ich mal hinkommen möchte. Und natürlich bin ich da sehr stolz, jetzt eingeladen worden zu sein, beziehungsweise nachnominiert zu werden. Und es zeigt mir natürlich auch, dass ich auf jeden Fall auf dem richtigen Weg bin. Das war's. Ich kann mich da Ihren Worten nur anschließen. Auch gestern waren es gefühlte weniger als 25 Tore, nur wir hatten ja so viele eigene Angriffe. Das Spiel war ja so schnell von beiden Seiten geführt, dass diese 25 Tore eigentlich gar nicht ins Gewicht fallen. Normalerweise hast du in so einem tempogeladenen Spiel ein Ergebnis vielleicht von 35 zu 31 in der Regel. Weil Oldenburg ja genauso mitläuft und genauso ein hohes Tempo gehen muss. Von daher sind diese 25 Tore von gestern gefühlte 19 in einem normalen Spiel.
Vielleicht noch zu der personellen Situation. Leider Gottes hat sich die Verletzung von Petra Popluharova schwerwiegender als gedacht herausgestellt. Es ist ein Riss des Syndesmosebandes, was erstmal jetzt 5 bis 6 Wochen absolute Ruhe erfordert. Sie muss nicht operiert werden, weil das vordere gerissen ist. Wären beide durch, dann müsste eine Operation her. So versucht man das jetzt konservativ mit einer absoluten Ruhigstellung in den nächsten 5 Wochen zu behandeln. Sie hat eine Schiene, sie darf auch gar nichts machen. Von daher, also selbst spazieren gehen wäre schon zu viel. Sie muss da aufpassen, dass das gescheit zusammenhält. Das tut uns natürlich auf der einen Seite weh, eröffnet aber auch dann wieder Türen für die Jungen, die jetzt da in die Bresche springen müssen und da jetzt helfen müssen, damit wir die Geschichte Meisterschaft in die richtige Richtung kriegen. Und bei Anna Gross ist es so, ich habe vorher nochmal mit Doc und mit ihrem behandelnden Physio telefoniert. Sie muss diese und nächste Woche nochmal intensiv im Reha arbeiten und wir hoffen dann, dass sie in 2 Wochen wieder normal in die Halle kann. Alle anderen sind soweit fit, das hat man ja auch gesehen, haben ja auch alle gespielt und ich hoffe, dass das einfach alles so weitergeht. Das war jetzt bei der Petra 5 bis 6 Wochen oder Monate? Das habe ich jetzt nicht Wochen. Wochen. Absolute Ruhigstellung und dann muss man sehen, wie die Belastung dann kommen kann. Die Gefahr, dass es vielleicht doch auch ein Saisonaus bedeutet, ist dann doch relativ groß.